Ein Bison, wie man es aus den alten Wildwestfilmen kennt. Aber diese gehörnten Riesen stehen nicht in der Prärie Nordamerikas, sondern im beschaulichen Essel. Über 100 dieser Tiere weiden derzeit auf der grünen Lüneburger Heide. Auf die Idee, von Kühen auf Bisons umzusteigen, kamen diese beiden Herren, Jürgen Oltrocke und Wolfram Jürgens. Sie bereuen diese Entscheidung nicht. Einmal hatte Jürgen Oltrocke, mein Kompagnon, zuvor eine Milchviehhaltung und nebenbei aufgebaut ein Unternehmen Pensionspferdehaltung. Und das beides zusammen war sehr schwer möglich. Und ursprünglich war die Suche, außerdem waren die Milchquoten nicht mehr das, was sie mal waren. Die Preise für die Milch wurden immer schlechter und es ging darum, eine Alternative zu finden für die Milchviehhaltung. Und durch einen Bekannten, der das in Bayern kennengelernt hatte, sind wir im Grunde genommen auf die Idee gekommen, warum nicht Bisons probieren. Das waren so die Wurzeln. Heute kommt hoher Besuch auf die Weide. Landwirtschaftsminister Gerd Lindemann wollte die außergewöhnlichen Tiere einmal hautnah erleben. Für ihn ist die Zucht von Bisons ein gutes Beispiel dafür, wie man die naturgeschützte Heide landwirtschaftlich sinnvoll nutzen kann. Denn Ackerbau ist hier nur bedingt möglich. Denn wir haben ja bekanntermaßen seit 2007 in Niedersachsen verfügt, dass Dauergrünland nicht umgebrochen werden darf. Diese Regelungen werden mutmaßlich durch die EU mit der neuen Förderperiode noch verschärft. Und dann benötigen Landwirte einfach gute Alternativen für die Grünlandnutzung. Das können Alternativen im konventionellen Bereich sein, dass man zum Beispiel Milchvieh hält. Das können aber auch in Gegenden, in denen die Milchviehhaltung nicht so attraktiv ist, durchaus Alternativen wie zum Beispiel die Bisonhaltung sein. Aber die Aufzucht ist nicht immer einfach gewesen. Die Bisons sind bei Weitem nicht so zahm wie heimische Kühe. Näher als 2 Meter lassen sie keinen Fremden an sich ran. Trotzdem werden die Huftiere von der Behörde als Nutztiere und nicht als Wildtiere eingestuft. Ein Problem für die Züchter. Bis jetzt ist das Bison eine Kuh per Gesetz und soll alle Tests und alle Untersuchungen genauso sollen so durchgeführt werden wie bei Kühen. Und das ist natürlich dann doch etwas schwierig. Für uns eben nicht ganz so, weil wir eine Fanganlage haben, wo wir die Tiere sehr gut durchtreiben können, wo wir das gut managen können. Aber wenn viele Bisonhalter in Deutschland haben nur 4 oder 5 Tiere und dann muss jedes Tier in Narkose gelegt werden, um einmal im Jahr eine Blutprobe zu nehmen. Und das ist nicht ganz einfach und auch nicht ganz risikolos. Und das wäre ein Anliegen der Bisonhalter insgesamt, dass man da mal drüber nachdenkt, ob man das nicht ändern kann. Dieses Problem schreckt viele Landwirte davon ab, die Bisons zu züchten, obwohl ihr Fleisch als besonders fettarm und bekömmlich gilt. Aber vielleicht zeigt Gerd Lindemann und sein Beraterstab ja ein Herz für die Bisons. Das Bison ist schmackhaftes Nischenprodukt. Die Landwirte sind überzeugt, der Landwirtschaftsminister auch. Vielleicht sehen wir demnächst schon mehr Bisons auf den niedersächsischen Weiden.